Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Veronika aus Straubing. Tobias aus Straubing. Also zwei Niedermeier haben wir da nicht. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, weil? Ein Eingebürgerter, ich bin ein Franke. Ein Franke? Eigentlich aus Selb. Okay, ja. Und du, Veronika? Ich komme aus Straubing. Oh, Wahnsinn, super. Nicht. Seit wann seid ihr schon da? Wir sind gekommen vorgestern. 7-0. 7-0? Yes. 7-0 sagen die Jungs. Jetzt schicke ich es aber wieder weg. Thank you very much and have a good game. Thank you. Ciao, guys. Ja, wen haben wir denn da alles erwischt? Dennis Endra, Sinan Aktan und Frankie Mauer. Jungs, wie gefällt es euch bisher in Südkorea? Sehr schön, ja. Nein, sag mal. Auf jeden Fall was anderes. Ja. Kommen wir nicht oft hin. Wie das olympische Dorf? Ja, du. Geil, ja. Ganze Sportler zu sehen aus ganzen Ländern. Und habt ihr schon irgendwas Lustiges auch erlebt? Ich sehe immer die Instagram-Videos mit euren schönen Posts und so weiter. Irgendwann Insider-Witze. Frankie, ja, Insider-Witze? Ja gut, Tischtennis ist ja der Felix Schütz nicht begnadet. Das haben wir jetzt alle, oder ist mal in der Mannschaft, aber der Schütz sieht das nicht so ganz. An Augenkreuz. Zweitbester neuer Freund hier in Südkorea. Wer bist du? What's your name? Er reden kann er nicht. Den Jeremy Roenick steht neben mir. Hello, Mr. Roenick. How are you? Good, and you? I'm wonderful. So what do you say about the first 20 minutes for the German hockey team? Well, they're playing against a very good team. The Finns are very big, very strong, very fast, very disciplined, and they play great defense. So, the Germans got to take a defensive approach. They can't let Finland, freewheel, can't let them get inside. Everything should be shots from outside. Stay out of the penalty box. Obviously, Finland is very, very good penalties, but the Germans are gritty. They're very crafty. They can find a way to get one goal in this period. It's anybody's game. Wir sehen, in Südkorea gibt es nicht nur die große Zamboni, sondern auch die kleinen Zamboni. Finden immer mit einem Splash mal ganz. So schaut es also aus, wenn die Kommentatoren arbeiten müssen. Viel beschäftigt. Beer, you can't beat the beer. And actually, my wife and my son and my daughter have all been to Munich this year. I'm the only one that hasn't, so I gotta make that change. So we invite you for sure to Germany. Sounds good. Thank you very much. Right. Das erste deutsche Spiel ist vorbei. Die Finnen gewinnen, glaube ich, verdient, rennt sie mit 5-2. Morgen gegen die Schweden live auf TLC. Was ist da morgen möglich? Wenn die Halle brennt, wenn die Deutschen das Eis bringen, mehr Emotionen, dann ist alles möglich, auch gegen die Schweden. Die Schweden ticken erfahrener wie die Finnen, aber vielleicht die Stufe langsamer. Aber die Deutschen müssen einfach von Anfang an die Emotionen hochhalten und den Respekt ablegen, ihr Spiel durchbringen. Dann haben wir da echt eine Möglichkeit. Ja, in diesem Sinne, Olympia-Fans da draußen, schaltet ein morgen Deutschland gegen Schweden live auf TLC. Bis dahin, ciao for now. Servus.